Was bisher geschehen ist, wir haben hier die Provinz eingenommen und dann hier erfolgreich auch gegen einen Angriff der Feinde verteidigt. Nun wollen wir uns dem Gegenangriff widmen. Dafür warten wir aber erst noch eine Runde ungefähr und dann rücken wir nach. Können hier vielleicht noch gerade eine Einheit nachrekrutieren, zum Beispiel einen Bogenschützentrupp. Das gucken wir mal, wie sich das mal unsere Finanzen auswirkt. Nächste Runde bekommen wir nur 600, weil wir halt eine ziemlich große Armee haben. Naja, Kunst wird momentan erforscht, noch Kunst des Schwertes. Und wir machen jetzt erstmal ein Rundenende. Und unser Ninja, der wird halt vorlaufen und die Tore öffnen, beziehungsweise irgendwelche Generäle erstechen, falls es da welche geben sollte. Oder ihr werdet kläglich dabei versagen und sterben. Dieses unbewaffnete Schiff sollte einzig zum Handel eingesetzt werden. Und falls es in eine Schlacht verwickelt wird, ist die Flucht der beste Angriffsplan. Wow. So, Quest haben wir jetzt. Jetzt können wir Katana-Samurai der Shimazu ausbilden. Und jetzt haben wir halt noch diese Kunst erforscht, was da halt schon vorher klar war. Ich guck mal, was ich jetzt als nächstes mache. Ich glaube, ich mache die Kunst des Bogens, weil ich dann brennende Pfeile machen kann. Und dann werde ich auf Chi erstmal gehen. So, unser Handelsschiff. Das wird jetzt erstmal zu diesem Handelsposten hier reisen. Und mal gucken, ob da ein freier Spot ist. Ist sogar frei. Heißt, da können wir gleich Handel treiben. Kommt dann direkt noch ein zweites und drittes hinterher, weil die relativ billig sind. Dieser Trupp ist ja umsonst. Oh ja, cool, die sind umsonst. Dann müssen wir leider unseren Aufbruch noch eine Runde verzögern. Können aber derweil unser Ninja schon mal hinschicken, um zu gucken, was uns dort an Feinden erwartet. Das ist eigentlich ein Witz. Ich lasse ihn da erstmal stehen. Weil, vergleicht mal, hier große Armee und da zwei Truppen. Sollte schaffbar sein. Fein, dann, ja, wir erforschen hier, Krieger rekrutiert. Jupp, Schiffsbau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Also, ab mit 600 kann man nicht wirklich was bauen. Außer vielleicht einen Pferdestall. Können wir aber nicht. Darum, Rundenende. Weil ein bisschen Geld sparen ist auch nie schlecht. 600 in der Hinterhand ist ja nicht viel, aber besser als, wenn man nächste Runde pleite gehen würde. Jetzt kann die Armee halt sich losbewegen. Wenn jetzt praktisch übernächste Runde dort ankommen. Da haben wir jetzt einen General gesehen. Gucken mal, ob wir den... Ach, wir probieren es einfach mal. Den jetzt hinterhältig zu ermorden. Und da gucken wir uns erstmal das Video an. Was? Ich sag mal nichts, weil ich kenne das Video schon. Und ich kann mir jetzt eigentlich den Ausgang sogar schon denken. Das war jetzt nicht der General, sondern nur ein dumpfer Wächter. Bis dahin ist das Attentat also noch erfolgreich. Wie erfolgreich es jetzt sein wird, sehen wir gleich. Da oben sitzt der Ninja. Ich will jetzt den übelsten Jump ausführen. Und verspringt sich erstmal. Ja,
hoffe jetzt ist die... Yep, es ist die Version, wo er entkommt. Naja, es gibt nämlich auch die Version, wo er halt von dem einen dann noch mit Messer in den Rücken getroffen wird. Die war es jetzt aber glücklicherweise nicht. Aber er hat es halt auch nicht geschafft. Jetzt können wir natürlich Verbesserungen irgendwo durchführen. In den Straßen jetzt nicht, aber ich kann zum Beispiel auf einen Hafen aufrüsten. Das werde ich aber nicht tun, weil ich hier zum Beispiel gerne Poststraßen oder einen Nambanhandelshafen oder ähnliches bauen möchte. Und dieses Schiff geht jetzt mal auf den Handelsspot. Und jetzt wird unseren Handelsgütern Weihrauch zugefügt, was wir hier halt bekommen durch unseren Handel. Ja. Gut, dann sag ich mal wieder nächste Runde. So, diese Armee wird jetzt erstmal weiter laufen, was auch immer. Erstmal gucken, ob hier irgendwie Feinde in der Nähe sind. Sind es nicht. Können wir direkt auf die Burg loslaufen. Und du kannst mal gucken, ob du die Schlosstore sabotieren kannst. Bezahlen wir erstmal 100 Gold. Und gucken uns das Video an. In der Burg ist er schon mal. Sieht erfolgreich aus. Sabotage erfolgreich. Können wir kurz gucken. Er hat jetzt Skillpoints dazu bekommen. Und wenn er ein Level abkriegt, dann kann er sich halt nur neues Gefolge und sowas organisieren. Und hier werden wir jetzt erstmal aus einem Schmied einen Waffenschmied machen. Was die was die Nahkampfangriff unserer in dieser Provinz rekrutierten Einheiten erhöht. So, mein Handel mit Weihrauch steigert mein Einkommen um 123 plus noch ein bisschen mehr, also aber das ist schon mal ein bisschen was. Gut, dann sage ich mal wieder, ich mache eine nächste Runde. Ist jetzt eigentlich Herbst? Ne, es ist Sommer vermutlich oder Frühling oder Sommer, weil wenn jetzt im Winter das gleich ist, dann muss ich mich nämlich beeilen. Ein Friedensvertrag. Es sind genug mutige Männer gefallen. Ich mache ich mal. Es ist an der Zeit, über ein Ende dieser Kämpfe zu reden. Na, ich mache euch kein Gegenangebot. Ich lehne es einfach konsequent ab, weil ich will halt eure Provinz. Unser Ninja wurde entdeckt. Oh nein. Was kann er da jetzt noch machen? Aber... Ach, ich lasse ihn nochmal den General angreifen. Feind verwundet. Level up für uns. Können wir mal gucken, was er jetzt Tolles sich dazu... Spionage. Oder halt Sabotage. Attentate mache ich jetzt mal einen Pluspunkt. Und... Dann würde ich noch sagen... Spionage. Und als Gefolge mache ich noch bei ihm Geheimaktion bei Attentaten. Womit jetzt sein Skill hier bei Attentaten auf 4 gestiegen ist. Wir spielen ihn auf 3. So, und diese Armee kann jetzt hier angreifen. Ja, und ich sag einfach mal, ich mache jetzt hier erstmal ein Save. Und dann automatischen Angriff. Ja. Das hat euch jetzt bestimmt Spaß gemacht. Nein, aber wir haben einen Sieg errungen mit 69 Mann Verlust. Hey, und wir haben einen für uns. Yuga. Reparieren wir erstmal die Burg. Und gucken mal, was verbessern können wir jetzt nichts groß. Und der Ninja kann sich aber... Kann er sich schon weiter bewegen? Nee, kann er nicht.
Ich will mal kurz gucken, was Katana-Samurai der Shimatsu gut können. Also die sind auf, ach, egal. Die sind auf jeden Fall stärker als normale Katana-Samurai. Naja. Das ist eigentlich das, was man darüber wissen muss. Ich will mal kurz meine Armee angucken. Ja, die besteht aus 6 Bogenschützentrupps, 5 Yari, 3 Katana. Gut, und wir haben jetzt einen Clan vernichtet, soweit ich das glaube ich jedenfalls. Oder? Shoni sind das? Das sind jetzt durch die unbekannten Clans. Ne, das sind immer noch die... Das gehört denen alles, okay. Mit denen sind wir jetzt im Krieg. Mit denen gehört hier alles, fast. Das ist natürlich unschön. Und die sind mit den Sagara verbündet. Darum sollte ich mich schnell mit den Sagara irgendwie, willkommen. Bündnisbruch fordern. Ich bin hier, um zuzuhören und mich um ein würdiges Ergebnis unserer Diskussion zu bemühen. Ich gebe euch militärischen Zugang. Ja, dann brecht doch mal euer Bündnis. Haha, ich bin so gemein. Willkommen. Ich bin hier, um zuzuhören und mich um ein würdiges Ergebnis unserer Diskussion zu bemühen. Einmal, ja, habe ich denen jetzt erstmal praktisch einen Kriegseintritt der Sagara gegen mich noch vorgebeugt durch diplomatisches Taktieren. Und hier geht jetzt erstmal das Handelsschiff mit dran und erhöht mein Einkommen. Und jetzt ist wieder Zeit für Geld sparen und Runden enden. So, Mission erteilt. Ich soll den Shoni Tsukimoto besiegen. Aha. Dann soll ich doch erstmal meinen Spion vorschicken, ob das wirklich stimmt, dass sie da irgendwie rum... Ob sich jetzt wirklich eine gute Gelegenheit bietet. Auf jeden Fall bietet es eine gute Gelegenheit, bald Bungo einzunehmen. Weil diese Stadt sehr schwach bewacht ist. Was auch gut ist, ist, dass die nicht durch Sagara zu mir kommen können. Heißt, die können einfach nur an dieser Küste lang. Weil ich hoffe mal, dass Sagara denen keinen Zutritt zu ihren Ländern gewährt. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal hier die Schlosstore sabotieren, um den Skill meines Assassinen zu steigern. Und um die so ein bisschen zu nerven. Die Armee hier marschiert gleich weiter. Beziehungsweise die wartet erstmal an der Grenze. Da kriegt er nämlich Verschleiß. Das Problem ist, hier sind die halt sehr feindlich mir gegenüber. Darum werde ich jetzt erstmal hier die Steuern auslassen. Und diese Stadt zur Festung ausbauen. Um, falls ich mich zurückfallen lassen muss, da auch eine gute Stellung zu haben. Gut, ich sag erstmal dann, weil ich jetzt keine Schlacht mehr anfange. Ja, ich fange einfach keine Schlacht mehr an. Ich mache gerade noch diese Runde zu Ende. Guck gerade noch, was in der nächsten Runde passiert. Und dann werde ich dann auch den Part hier beenden. Möglicherweise rücken die natürlich jetzt auch mit ihrer Armee in dieser Burg da ein. In Bungo. Das werde ich dann aber bald zu sehen. Ne? Nicht. Also ich nehme gerade noch schnell die Burg ein und dann beende ich das. Automatischen Angriff gibt's schnell. Zack. Oh, jetzt verliere ich hier ein paar Männer. Verliert ihr wieder ein paar, jetzt verliere ich wieder ein paar. Und das war's. 16 Verlust und eine friedliche Besetzung. Jetzt haben wir eine kaiserliche Anerkennung bekommen. Und wir müssen hier natürlich gegen das Christentum kämpfen. Weil die 100% christlich ist. Der wird sich erstmal schnell noch da einer Sabotierung widmen. Das dort, das kostet zwar viel, aber es ist nützlich. So, ich hoffe einfach, er hat es geschafft. Ich habe doch gerade dafür bezahlt, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt gemacht hat. Egal, ich sag einfach mal ciao, hoffentlich hat es euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn
die Einnahme dieser Insel fortgeführt wird. Bis dann, ciao.